Meine Damen und Herren, Games und Rahmen, mit mir wieder, der Bo. Und heute wird's haarig. Ach, furrig. Nicht auf dem Rücken. auch nicht am Mann. Genau. Sondern auf vier Pfoten. Und zwar geht's, wie ihr im Titel schon gelesen habt, um Stray. Ich nenne es jetzt einfach den Katzensimulator. Eigentlich ist es so eingeordnet als Action-Adventure, wo so ein bisschen Anführungszeichen Indie rauskommt, Indie-Bereich mit so ein bisschen Jump'n'Run drin, minimal. Und aus dem Indie-Bereich? So ein bisschen Rätselspiel. Ja, kannst schon fast sagen, es ist ein neues Studio, Blue 12 Studio heisst es, 2016 gegründet, und das ist ihr erstes Werk, das sie rausgebracht haben. Ach schon? Ja. Jetzt haben sie 6 Jahre lang an dem gearbeitet einfach. Möglicherweise. Okay, krass. Ja. Also ja, von der Qualität her ist es nicht so, wie man sich so oftmals so ein Indie-Spiel vorstellt, wobei auch heute haben wir auch qualitativ, sag jetzt mal, optisch anspruchsvollere Indie-Titel, weil es ja immer einfacher wird. Ja, es ist so einfach geworden. Unity, ja. Unreal, wie sagst du denn, Game Maker, die Oberfläche, Programm. Frameworks, ja. Gaming Frameworks eigentlich. Genau. Ja, krass. Ja, das Spiel ist am 19. Juli rausgekommen. Für PC, PS4 und PS5. PC sicher auf Steam, dort habe ich es gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Epic denn auch ist. Die, die schon ein paar Folgen gelassen haben, wissen, dass ich mit Epic Store nichts am Hut habe. ja, es ist um die 30 Stutz rum. Also von dem her habe ich schon gedacht, als ich den Preis gesehen auf der PS ist es vielleicht irgendwie, glaube auch nicht 2 bis 4 Stutz teuer, also vom PC oder irgendwie so etwas. Und dann habe ich gesehen, okay, so günstig für ein PS5-Game, also ich habe es auf der PS5 gespielt, gemütlich. Und da habe ich gefunden, okay, da wird es wahrscheinlich ein kleineres Game sein, wenn es schon von Anfang an einen niedrigen Preis angesetzt haben. Und das ist auch der Fall. Die Spielzeit ist je nachdem, wie intensiv man sich damit befasst, zwischen 4,5 Stunden Minimalist und 8 Stunden muss alles gemacht haben, was kannst du machen. Ah, doch, so kurz. Jetzt solltest du es gleich noch spielen. Nein. Ich habe selber ungefähr 6 Stunden gehabt. Mit einiges erkunden und Zeit lassen, nicht stressen, aber ich habe nicht komplett alles auf 100% gemacht, was irgendwie kannst machen. Und so ist es aber für mich okay gewesen. Der Publisher ist Annapurna Interactive. Die haben schon Games published, aber auch so ein bisschen mehr aus dem Indie-Bereich rauskommen, wie What Remains of Edith Finch, einer von meinen all-time Top-Titel, was Storytelling im Walking Simulator anbelangt. Haben wir, glaube ich, zusammengespielt dort, nicht? Gone Home ist, glaube ich, auch ein beliebter Titel, habe ich selber noch nicht gespielt. Outer Wilds habe ich, glaube ich, in meiner Steam-Library drin, aber noch nicht angespielt, ist, wird aber, glaube ich, auch noch hoch gelobt. Oder Journey, wo wir auch gespielt haben dort. Das ist auch von ihnen published worden. Und zwar, ja, wie der Name sagt, Stray, sind wir ein Katz am Anfang. Also ein genau. Und startet das Ganze, dass wir so eine Art Wasserkanal innen sind als Katz, mit, glaube ich, 3 anderen Katzen zusammen. Und da kann man sich zuerst mal so ein bisschen vertraut machen mit der Steuerung, so ein bisschen fast wie Tutorial-mässig. Kannst du so zu den anderen Katzen hergehen und interagieren. Mit einem, da kannst du so, weißt du, wie sie manchmal machen, mit dem Pfötchen so ein bisschen, den anderen so ein bisschen tätscheln, so ein bisschen so foppen, gegenseitig. Oder den anderen, dort, tust du so anschmiegen beim anderen Kätzchen und kannst interagieren. Mit diesem, du das ich so auf den Rücken legen und so ein bisschen umdrehen, so wie das dein Kater am Examen macht, der Tef, so Sachen. Ja.
ist noch recht gut animiert, so, wirklich, so richtig so, ah ja, genau so, so sind die Katzenamis, also, du könntest es gerade wieder. Ja, das, was ich im Trailer gesehen habe und so, hat schon gut ausgesehen. Genau. Aber darum habe ich nicht gedacht, dass das ein Indie-Game ist. Mhm. Wobei eben. Ja, also qualitativ ist es, sagt mal, also natürlich nicht eine AAA-Produktion, für das sind wahrscheinlich ein paar Millionen zu wenig reingeflossen und auch inhaltstechnisch und so, aber eine hochwertige, wo sagst du, das ist AA wahrscheinlich oder so, Produktion. Mhm. Ja, und das Spiel haben wir natürlich, also ich habe es natürlich müssen spielen. Du vielleicht findest du nachdem wir fertig sind, du musst jetzt auch noch spielen, das gehört hast. Weil wir sind natürlich Katzenliebhaber. Ja, absolut. Katzenkonnoisseure. Ja, das auch. Wir haben, Erzähl von deiner Katzenstory, Bro. Welche Katzenstory? Was hast du mit Katzen am Hut? Alles. Dann schieß raus. Ich bin der Sinner. Aha. Ich rede die magische Tiersprache. Der Katzenflüsterer. Ich bin der Katzenflüsterer. Ja, speziell mit Katzen habe ich es ganz gut. Ich bin ein Katzenmensch. Ich auch. Ich war mal Hundmensch. Ich nie. Und dann bin ich klein und unser Hund, der Irus, hat er geheissen, ist damals gestorben. Wegen Krebs, den er bekommen hat. Schon nach 4 Jahren. Und das hat mir das Herz zerrissen. Ich sage, ich kann das nie mehr haben, dass mir etwas so das Herz zerrisst. Und danach. Wie alt bist du gewesen? 10. Ah, okay. Und dann haben wir mal eine Katze mit eingenommen, Alf hat er geheissen. Das war mein Kater damals. Ich habe ihn geliebt. Ich wollte ihm aufzwingen, dass er mich liebt. Und er hat aber meinen Vater geliebt. Okay. Ja, wenn du so Kind bist, dann checkst du das halt noch nicht so mit Alpha-Verhalten und Zeugs und Sachen. Mein Kater, der vor 2,5 Jahren gestorben ist, der hat mich ausgesucht gehabt. Damals. Mhm. Dann sind wir so im Kollektiv der Urs, mit meiner Ex-Freundin vor etwa 15 Jahren. Und dort sind so die Jungen gewesen, die auf die Welt gekommen sind. Und der hat so das Mami eine Maus eingebracht, dort, also im Ursiheim ist ja ein Naturschutzgebiet dort auf dem Feld gewesen. Aha. Einsiedeln, mega schön. Und dann ist das Mami heimgekommen mit dieser Maus, und dann sind all die Katzengaufen mal auf die Maus los, und dann nachher sind sie anfangen zu schlägen und so. Es ist halt wirklich so die Maus am Boden, und dann siehst du einfach alle Katzen drauf, und dann kannst du dir so vorstellen, wie in einem Trickfilm, wie alle Katzen in einem Staub streitend wegrollen als Kugeln. Und der Jari ist dann einfach dort gestanden und hat nicht mitgestritten, ist dort hergegangen und hat sich die Maus geschnappt. Und ich hab gefunden, okay, das ist geil. Und danach bin ich so dort gehackt und dann ist der einfach mal so zu mir hergelaufen und ist bei mir reingelegen. Und ich so, wow, ich nehme dich mit heim. Und dann habe ich ihm auf den Sinn-Dialekt gesagt, aber du musst dir dann überzeugen. Das ist Tex. Deine Ex. Ja, hey, und als hätte er es verstanden, auf den Punkt steht er auf, geht über den Kuschel zu sein. Okay. Und ja, hat dazu geführt, dass wir dann mit dem Jari, damals hat er Yakari geheißen. Mm-hmm. Ist getauft worden, ich habe ihn dann abgekürzt auf Yari. Yakari ist ein Indianer-Trickfilm. Ach so. Ja. Und danach, ja, bin ich mit dem Kater aufgewachsen. Der Kater hat mit mir meine Ex-Freundin mitgemacht. Mm-hmm. Das ist immer wegen allem. Er hat sie überlebt. Er hat sie überlebt. Und ja, und dort haben wir halt ganz einen festen Zusammenhalt gehabt, weil sie halt auch immer wieder gekommen ist, so von wegen, ich habe gewusst, dass Katze so scheiße in unserer Beziehung gestanden ist. Oh mein Gott. Was ist mit dir, hey? What the fuck? Du musst ziemlich ein Minderwertigkeitskomplex-Problem haben, wenn du findest, Katze ist das Problem dazwischen. Gut, gell, ein bisschen mit dicken Italiener. Das sind nicht so einfach. Aus ihrer Perspektive, nicht aus meiner. Ich bin ja mit ihr zusammen. Okay. Und Ding ist, ja, der Kater, gell, so in jungen Jahren muss halt auch rausfinden, wie das Kind. Und auch so wenn du findest, als Frau, du stellst jetzt heikle Vasen überall her und ich sage, der Luca ist noch ein bisschen zu jung, zum verstehen, dass man dort nicht spielt und so. Es wäre vielleicht easy, wenn du die Vasen noch nicht herstellst. Und sie findet so, nein, er muss das können. Und danach
war so der Moment, wo sie mich am Anschreien war und mit mir am Streiten. Und er einfach dort hinten raufkommt und hergeht und die Vasen abschiebt. Dann geht sie in den Arsch. Und sie ist so krass. Und ich habe gefunden, yes, yes. That's my boy. Und dann sind wir mal gezögert auf Hettiswil und dort hat er ein schönes Leben gehabt eigentlich. Es hat aber ja, eine Nierenkrankheit gehabt. So Spezialfutter müssen haben. Und gell, hat halt Auslauf gehabt, ist mir wichtig gewesen. Mhm. Und nachher hast du halt Kinder und Zeugs und Sachen und ich weiss halt auch nicht. Ich habe dann irgendwie im Nachhinein gesehen, dass das Mädchen, der Tef mit, der Tef ist der zweite Kater, der ist, wo wir auf Hettiswil gezögert sind, ist der einfach nach, ja, wo der Jahre zwei war, ist der einfach zu uns hergezögert. Und der ist einfach zu uns hergezögert, weil der gefunden hat, alles cool, fertig. Das war ein Nachbarskatz gewesen. Ich bin ja nicht los geworden. Ich habe ihn wirklich gepackt und in die Luft über 30 Meter hoch und 200 Meter weit ins Feld rausgeschossen. Und der ist immer wieder zurück, wo der mal so ist. Und damals. Sein Bumerang. Ja. Und damals war es so, die Melanie hat halt sehr gerne Katzen auch und sie hat den Jari so genährt. Er hat so nicht wollen spielen mit ihr und sie hat ihn so genährt. Und der Tef, der dazu gekommen ist, der hat sie dann genährt und irgendwann hat sie dann nicht mögen. Und der hat einfach weitergemacht. Der hat nie genug. Der kann immer spielen. Der hat nie genug. Der hört nie auf. Wenn du nicht stoppst, hört der nie auf. Das ist heute noch so, als alter, fetter Kater. Und ja, das war der Moment, wo die Mary sich einsperrt hat und der Kater steht und kratzt an der Tür und kratzt an der Tür, weil er noch nicht fertig gespielt hat und sie ihm, boah, sag ihm, ich so, nein, du musst mit ihm fertig spielen jetzt. So, jetzt weißt du, wie der Jari sich gefühlt hat. Ja. Und ja, das ist die Geschichte. Und eben, er ist manchmal so die gefüttert worden von den Kindern, so mit Joghurt und Glas und so Scheissdreck. Da habe ich die Vermutung, dass das beim Jari auch passiert ist. Und er sagt ja natürlich nicht, nein. Eigentlich ist er dann einfach tot für aussen gelegen. Das ist so schmerzhaft gewesen. Ja, da bin ich an der Beine gesehen. Und ja, aber ich weiss nicht, ich kann auch jetzt, wenn der Tef wird, gehen, dann irgendwann schon, das passiert halt. Der Sterbeprozess beginnt bei einfach alles, was lebt bei der Geburt. Mhm. Und man weiss nie, wenn es so weit ist. Und darum geniesst man halt einfach so viel, wie man kann mit unseren Family Companions. Ja, ist schon so, genau. Und ja, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass in Zukunft ohne Katze zu sein. Und Lydia sagt schon, ja, wenn der Tef gegangen ist, dann. Und bei mir ist einfach so, nein. Mich gibt's nicht ohne Katze am Start, okay. Irgendwie. Also, einfach nicht. Ich weiss, bist weniger frei, kannst nicht einfach finden, oh, ich verreise jetzt ins Ausland und bleib mal 3 Monate weg und so. Aber, ich liebe Katzen. Und sie gehen so viel. Und ich wollte auch immer alles geben für meine Katzen. Also, sie haben es hoffentlich gut bei mir. Danke schon. Nein, so ein bisschen Katzengeschichte bei mir. Und ja, das Game hat mich mega geflasht. Ich halt einen Katzenliebhaber. Aber ja, zur Zeit ist halt so, gell. Wir haben so einen Plan gehabt mit einem Investor, wo wir etwas hätten können vorwärts treiben. Jetzt haben wir ein halbes Jahr lang auf das hergeschafft. Leider hat das nicht geklappt, wie wir wollen. Es hat leider auch nicht geklappt, wie der Investor hat wollen. Es ist nicht der Fehler vom Investor, wieso das Geld nicht zur Verfügung steht. Das ist dort halt einfach eine miserable, üble Story, die halt noch nebenbei passiert ist. Mit einem Patentstreit, wo es dummerweise verloren haben. Aus absoluter Idiotie. Ja. Und niemand hat damit gerechnet, weil es absolut nicht verständlich ist. Und da ist einfach wieder die Schweiz. Wo einfach so ist, wie die Schweiz ist. Für die, die Erfahrungen haben, die wissen es, und die, die keine Erfahrungen haben, das sind die, die man auch sagen, ja, Schweiz ist das beste Land für mich. Und die haben einfach noch nie etwas mit so Sachen zu tun gehabt. Überreguliert. Ja. Ich habe es gerade vorhin wieder gesehen. Ich habe schnell mal angeschaut, wegen diesen coolen E-Foil-Surfboards,
Für die, die das nicht sehen, das sind die kleinen Surfboards, wo so einen, dem sagst du, glaube ich, so eine Art wie ein Schwert unten hast, also zumindest Tegelschiff, die haben das ein Schwert unten dran, so, so ein flaches Ding, das runtergeht, mit so einem, wie einem Quer, ich sage jetzt mal Querruder unten dran, mit einem Elektromotorli dran, und dann, sobald du Gas gibst und anfängst, Geschwindigkeit aufbauen, dann hebt sich das Board aus dem Wasser und ist nachher drin, nachdem vielleicht so einen halben Meter, Meter über der Wasseroberfläche, nur von dem, ich sage jetzt Schwert, das nach oben geht, dreht über Wasser rein. Und das so als Elektro-Ding ist noch cool. Und natürlich, Schweiz ist natürlich alles, was man Elektro-Surfboards verwendet, Dings ist verboten. Wieder mal typisch. Das sind Hurensöhne. Absolut. Einfach verfickte Hurensöhne. Weil ihr sind gekommen mit dem scheiß Jetskis nicht wegen Umweltverschmutzung. Genau. Und Jetskis nicht wegen dem Lärm. Jetzt haben wir beides nicht mehr. Jetzt haben wir beides weggemacht. Und es ist gleich nicht gut. Ihr seid einfach Arschlöcher, verfickte Hurensöhne. Geschichte ist... Agree. Nein, ist einfach mühsam. Wir sind das kleinste Land auf der Welt, wo nicht ein scheiß Drittweltland ist, einfach weil wir es irgendwie gemanagt haben, für die Amerikaner die ganzen huren Terroristen zu finanzieren. Und durch das sind wir so wichtig, dass wir einfach ein scheiß Erstweltland sind. Und wir bringen es einfach nicht mehr fertig, irgendwo für die ganze Welt irgendwelche Sachen gut zu testen, weil wir die schnellsten sind, in Sachen auf- und wieder abbauen, wenn wir wollen. Nicht die scheiß Chinesen. Und wir bringen es einfach nicht fertig. Wir sind einfach da wie die grössten Uhren Vollpfosten. Geben die Neutralität auf, weil wir finden, wir gehen jetzt gut Nazi-Support auf dieser Seite. Hey, nein, schau, der Verschwörer redet. Schaut doch einfach mal die scheiß Zeitungsbeiträge vor 2 Jahren an. Fuck. Ich weiss auch nicht. Vor 2 Jahren haben all die scheiß Politiker gegen Ukraine geschossen. Heute gehen sie go supporten. Obwohl sie sollten neutral sein. Ich weiss, ich stehe alleine mit dieser Scheissmeinung. Von wegen Neutralität. Man muss doch. Aber ich habe nicht gecheckt, wie unser Scheissland funktioniert. Und wenn Politiker aufhören, die korrupten Politiker, die müssten korrupt bleiben, nicht checken, wie unser Land funktioniert, dann ist fertig. Ist das so. Siehst du, Katzen haben die Gedanken nicht. Die landen morgen auf. Und kann man jetzt eine Maus holen. Genau. Welche Fettratte vernichtet. oder welche Vogel. Welche Vogel. Und Katzen sind auch so, gell, die können hässlich sein. Mhm. Es ist ja wissenschaftlich erwiesen. Ich weiss nicht, wie man das wissenschaftlich testet. Also, es muss ein Tessiner gemacht haben, der mit Tessiner mit Katzen kann reden. Wo heisst, dass Katzen nicht nur zum Überleben jagen, sondern auch zum Spass. Aha. Auch jetzt ist ein scheiß Schaumstoff aufs Mikrofon runtergefallen. Genau. Das ist lustig. Das ist sicher lustig. Das ist jetzt ein kleiner ASMR. Ich weiss nicht. ASMR mal. Ah. Ja, ich bin auch mit Katzen aufgewachsen. Also, ich glaube, als ich auf die Welt gekommen bin, haben wir, glaube ich, eine Katze gehabt. Ich glaube, Teigi oder so hat sie geheissen. Aber die habe ich nicht mehr wirklich miterlebt. Da bin ich noch ein Baby gesehen. Die ist, glaube ich, aber kurz nachher gestorben. Und dann haben sie, glaube ich, kurz darauf eine neue Kater gekauft. Das war der Miu gewesen. Mit dem bin ich dann aufgewachsen. Und ich weiss gar nicht, in welchem Alter ich da gewesen bin. Ich bin vielleicht zwischen 16 und 20 oder so. Wo dann der auch gestorben ist. Und habe ich gefunden, jetzt ist fertig mit Katzen. Beziehungsweise wie meine Mutter schon wieder so, wir haben neue Katzen. Und ich so, nein, jetzt ist er gestorben. Jetzt wird er nicht gerade wieder wie ein Spielzeug durch ein neues ersetzt. Das muss man jetzt respektieren. Bro, ja, ich sehe den Punkt absolut. Aber ich garantiere dir, die einzige Therapie für so einen Verlust von einer Katze können irgendwie bewältigen, ist, wenn du dich um eine Katze kannst beschäftigen. Mir wäre es auch nicht gegangen. Ich wüsste nicht, ich habe so fest auf einen Teff mich eingeschossen gehabt, wo der Jari gegangen ist. Ich habe ihn richtig überfordert. Aber Bro, du musst einfach mehr Zeit geben. Zeit hält alle Wunden. Ja, nein, das weiss ich. Ich meine, weiss, ich habe vorhin wahrscheinlich das erste Mal über Jahre, also geredet, dass er gestorben ist, ohne dass ich anfange zu heulen. Ich glaube, das ist wirklich tatsächlich einfach das erste Mal gewesen vorhin. Das ist 2,5 Jahre her. Es gibt Wunden, die heilen nicht mehr. Und das ist einfach bei Katzen.
Ja, ich habe den Alf immer noch im Kopf. Ich weiß ganz genau, was er war. Ich habe den Jari. Vergiss ich auch nicht. Also die werden... Ja, vergiss ist die schon nicht. Nein, das schon nicht. Und heilen tue ich auch nicht. Es ist unfair und es wäre richtig, wenn all meine Katzen heute noch bei mir wären. Es ist unfair. Ja, aber gleich, ich habe gefunden, jetzt ist fertig, jetzt braucht man keine neue Katze mehr. Jetzt ist er gegangen, jetzt ist gut. Ich kann nicht auch nicht wollen, dass wieder eine neue Katze erleben, die irgendeine stirbt. Ich weiss. Genau. Das ist immer das Problem. Und nachher irgendein ist der, also eben, ich habe strikt und klar meinen Tarif durchgegeben. Und man hat mich einfach ignoriert. Ja, Bro, manchmal ist es einfach cool. Plötzlich kommen wir zuerst und sagen, wir haben zwei neue Kätzchen aus dem Tierheim geholt. Meine Mutter und meine jüngere Schwester. Und ich gefunden, fuck, ey, hi. Ihr habt schon keinen Respekt, gegenüber der Vorgängerkatze. Einfach so wieder so, jetzt ist sie tot, holen wir eine neue und ersetzt. Das war so meine Ansicht. Und das ist dann der Gonzo und die Julie gesehen, diese neue Katze. Herzige kleine Kätzchen. Und ich habe sie dann einfach hart ignoriert. Nein, ich habe gesagt, ich will keine Katze. Mit mir müsst ihr gar nichts tun. Wenn sie zu mir herkommen, ich bin knallherzig, sie komplett ignoriert. Wie lange hast du das können? Ich weiss nicht mehr wie lange, aber irgendwann ist dann, wenn so kleine herzige Kette, ja. So die kommen und dann schmusen, irgendwann ist dann... Und vor allem, die Katze ist ja so übelst mühsam, oder? Wie bei Menschen eigentlich auch, je mehr du sie abwimmelst, desto stärker wenn sie von dir, dass du eine Liebe gibst, oder? Ja. Das scheint schon so manchmal, ja. Ja, und der Gonzo. Das Männchen, der hat einen kleinen Narren an mir gefressen gehabt. Der ist immer gern zu mir schmusen. Ich hab einfach sorry, Bro, Gonzo. Das ist der perfekte Name. Ich weiss, ihr habt wahrscheinlich Gonzo wegen der Sesamstrasse. Ich habe sie nicht aufgehabt. Keine Ahnung. Aber Gonzo steht für Hunter S. Thompson. Gonzo steht für Gonzo Journalismus. Gonzo ist das, was wir machen. Was ist das? Das ist, Gonzo hat, Hunter S. Thompson, kennst du aber. Sagt mir etwas. Fear and Loading in Las Vegas. Ist der Film mit dem Johnny Depp, spielt der Hunter S. Thompson. Ah. Hunter S. Thompson ist auch immer auf Drogen gewesen, ist jenste. Ich habe ihn, glaube ich, mal gesehen, wahrscheinlich. Und, ich weiß nicht. Ja, möglich. Vielleicht haben wir da in einem Zustand geschaut mit dir zusammen, wo man das so merkt. Und danach, aber das ist auch ein Film, wo wir in diesen Zustand sind. Und er hat halt einfach gell, so Journalismus geändert, weil er hat halt einfach so die ganz einen anderen Schreibstil gehabt. Er hat halt nicht berichtet, wie man damals halt berichtet hat, sondern er hat aus seiner persönlichen Perspektive so und so beschrieben, wie er es sieht. Einfach nur, wie er es sieht. Aha. Er hat Fiktion reingerührt, er hat einfach alles so und einfach seine Ansicht. Und das ist das, was wir machen, wenn wir da einfach so einen politischen Ausschweif haben und sagen, verfickte Hurensohn. Das ist ganz so, wenn einfach deine Ansicht einfach bam in den Artikel reingeht oder aha, in den Medien-Ding. Der ganze Journalismus ist ein bisschen slop, ist dreckig. Aha, okay. Immer, ich habe immer den ganzen Journalismus betrieben. Also, ja, weißt du, von meinen Artikeln und so. Und darum ganz natürlich ist das der Kater gewesen, aha, gut zu dir. Das ist schon damals ein Zeichen gewesen, dass du irgendwann mal wirst Gonzo-Medienbetrieb. Okay, interessant. Ja, und die beiden, die leben jetzt immer noch. Wir sind gezügelt und alles und sagen wir mal, es ist ein bisschen komplizierter geworden, was sich dann die Eltern geschieden haben und die in separaten Haushalt gelebt. Und es ist die Frage, wo durchgehen Katzen. Und dann hat sie jetzt meine jüngere Schwester aufgenommen bei ihr. Und sie haben es jetzt richtig schön gemütlich. Vorhin haben wir eine grosse, keine Ahnung, was das war. 5,5 oder so gehabt. Mit einer schönen Terrasse draussen, wo sie einfach eine Indoor-Katze waren. Wir sind im zweiten Stock oben gewesen, glaube ich. Aber sie haben es gut gehabt, schön Platz und alles. Und jetzt haben sie eine kleinere Wohnung, aber auch schön, wo aber ein Erdgeschoss ist und sind sogar jetzt eigentlich im höheren Alter. Sind sie erst mal eine Outdoor-Katze geworden und haben das gut im Griff.
schönes Quartierli, weißt nicht gerade irgendwie gefährliche Strasse, gerade sofort in der Nähe. Ja, das ist wichtig. Weil das ist so das, von Indoor auf Outdoor wechseln, das ist so das, was dieses Problematische ist, dass sie halt nicht gelernt haben, wie mit der Strasse umgehen. Das glaube ich, genau. Und sonst ist das ja kein Thema. Man kann Katzen von Outdoor, Indoor nehmen, Indoor wieder Outdoor gehen. Natürlich haben sie es absolut beschissen, wenn sie von Outdoor, Indoor gehen. Aber man kann sie beschäftigen und Zeug und Sachen. Ich habe halt einfach gemerkt, in den paar Mal, wo ich gezögert bin und Indoor, Outdoor müssen drüber machen, dass, ja, für Katzen halt einfach wichtig. Wichtiger ist für Katzen, wenn du so ein Verhältnis hast zu Katzen, wie ich sage, dann ist es für sie einfach wichtig, dass sie bei dir sind. Und ja, und das andere, ja, gut, das war ja immer so gewesen, dass, als ich in einer Wohnung war, bin ich versprochen habe, wir gehen wieder raus, und das ist bis jetzt immer wieder passiert. Jetzt sind wir eben gerade wieder in einer Wohnung und ich sage meinem Kater, dem Tef, die ganze Zeit, wir gehen da wieder raus. Und bis jetzt ist es so ganz gemütlich, gell, er kommt mich holen, wenn er raus will, auf den Balkon, dann gehen wir zusammen auf den Balkon und dann irgendwann kommt er wieder rein und dann gehen wir wieder rein. Ja, genau. Ja, und die beiden Katzen, ich sehe, sie sind jetzt auch schon im höheren Alter jetzt wieder. Ja, ich weiss auch nicht, wie lange das sie noch machen. Also, vor allem das Weibli. Sie war immer ein bisschen die Gefräse gewesen. Sie immer müssen schauen, dass sie nicht im ganzen sein Essen alles weg ist. Weil er immer so ein bisschen wie ein Spatz haben wir sich ein bisschen gegessen und dann ist er schon wieder gegangen und der Rest hat sie dann verschlingen wollen. Wir immer müssen schauen, dass sie nicht zu einer Kugel wird. Und sie ist jetzt auch nicht mehr so, sie mag nicht mehr gross gumpen und es läuft auch nicht mehr ganz so super. Vielleicht weiss nicht, ob es sich ein bisschen Gicht hat oder etwas oder so. Und irgendwie das Auge schaut eigentlich ein bisschen komisch. Weiss nicht, ob es irgendwie ein bisschen eine richtig graue Starre ist oder so ganz Zeugs. Und ja, und jetzt ist es ja nicht mehr so, hat es ein bisschen Inkontinenz, sag ich mal. Glaubst du, ein bisschen so ein Zeitproblem. Und ja, ich weiss jetzt auch nicht, wie lange das sie noch machen und bis es so weit ist. Und so, ja. Aber ich glaube, jetzt werde ich das wahrscheinlich besser für vertragen. Weil eben jetzt habe ich nicht mehr so nahe Kontakt, aber weil sie bei den Schwestern sind. Und ich sie halt nur ab und zu mal gesehen wieder und so. Und ich halt einfach älter geworden bin und realistischer und weiss, der Tag kann hinter jeder Tür stehen. Nein. Ja, und ich habe selber auch keinen Stress mit dem Tod. Der Tod ist immer ein Stress. Das erleichtert es vielleicht für mich noch ein bisschen. Ich sage, der Tod ist die Lösung. Nein, fick dich, ich habe noch viel zu viel zu tun. Das kannst du auch mit einem anderen leben. Nein, fuck, was nicht von vorne anfangen. Nein, niemand wird von vorne anfangen. Das geht bei Games so, wenn ich finde einen RPG-Charakter, dann voll verschissen. Ich weiss, dass ich mich voll verschissen habe, aber ich gleich nicht neu starten. Ja, gehen wir jetzt zum Spiel, zum wesentlichen Bestandteil. Jetzt haben wir gerade pure lange Intro gemacht und, was kann es zum Sau sein? Mein Katzengespräch. Ja, natürlich. Aber, und dann sind wir mit dem Wasserkanal mit den drei anderen Kätzchen. Und dann gehen wir, die wir zuerst mal schnell übernachten dort, schnell eine Runde Pause. Und am nächsten Tag geht es dann auf die Leutsch. Nach der Läuft mit anderen Katzen zusammen dort einen Wasserkanal oder was es ist, so, aber so offen verrissen. Du kannst ein bisschen, ja, mal ein bisschen lernst, wie kommst. Das ist, du kannst nicht frei kumpen, sondern einfach, wenn du irgendwo herkommst, wo du kannst aufgumpen oder abgumpen, dann kommt das X-Symbol, also jetzt bei der Playstation, da kannst du X drücken und dann kommt er dort drauf, oder auf ein Rohr drauf, oder auf eine Kiste, auf ein Fass, oder auf einen Vorsprung, oder aufs Geländer rauf, oder so weiter. So Sachen. Du kannst natürlich dann auch einfach rumlaufen und X, glaube ich, drückt halt, und dann kommt er, sobald er irgendwo herkommt, wo kannst du gumpen. Du kannst springen, im Zeug muss springen, du hast eine Taste zum Miauen. Das muss natürlich auch sein. Was macht die Miau-Taste? Also, was passiert bei Miau? Sie tut miauen. Ja, so, aber was erreichst du mit dem? In welchen Fällen musst du miauen? Oh, ich weiss nicht, ob es irgendwo muss überhaupt. Ah, okay. Ich glaube, du musst nie miauen. Ah. Aber als Katze musst du einfach können miauen. Ja, absolut. Du kannst aber, glaube ich, sogar während der Zwischensequenz, wenn so eine kleine Zwischensequenz am Ablaufen ist, so im In-Game,
kannst du gleich weiterhin Miau-Taste drücken und dann passiert das, was passiert und du bist gleich die längste Zeit am Miauen, wenn du willst und so Zeugs. Also, eine kleine Interaktion hat's, später hast du noch so Kameras, die dich verfolgen, wenn du mit der Katze rumlaufst, so. Und wenn du dort hergehst und du tust Miauen, dann tust du die Kamera so auf und ab, so quasi nicken, so. Aha. Das ist sicher, sonst wüsste ich gar nicht, was irgendwo Interaktion hat mit der Miauen-Funktion. Auf jeden Fall ist so ein gemütlicher Spaziergang durch die Kanalisation, also durch den Wasserkanal, ist nicht Kanalisation, ist ja die Oberfläche. Und dann kommt irgendwann so ein Sprung über einen Abgrund, wo so ein geknicktes Wasserrohr ist, wo so aufs Wasserrohr kommt. Und jedes Mal, wenn eine Katze draufkommt, merkst du, wie sie ein bisschen gibst und bewegt das Rohr. Und du bist natürlich die letzte Katze, die aus dem Rohr herkommt. Und denkst, die letzte ist die, wie sagst du, keine Ahnung, der schwarze Peter oder so. Die gefickte? Ja, anders gesagt. Und natürlich ist es so, du kommst über aufs Rohr und das Rohr bricht nicht gerade ab, aber biegt es noch weiter ab, so dass du den Halt verlierst und abschlitterst und gehst ins Loch ab. Und dann recht weit runter und irgendwie so noch mit Schräge, dass es nicht gerade Fall runtertätscht ist, so ein bisschen wie ein Rutschbahn nachher so umslidest und irgendwo in einem Müllberg oder was es ist, in einem Land ist. Du bist zuerst so ein bisschen verletzt, humpelst. Dann sagst du, oh nein, jetzt ist sie verletzt und so. Ja. Aber wirklich so wie Katzen am Humpeln, wenn sie irgendwie ein Bein verletzt haben oder etwas so. Und dann tut sie sich schnell ein bisschen schlecken am Bein und dann ist wieder gut und kannst wieder normal weiterlaufen. Und dann bist aber der Miau ist noch so traurig, oder, weil du getrennt bist von deinen Katzenkumpanen und nicht raufkommst und so. Siehst du, da bist du Tageslicht und du bist irgendwo unten im Dunkeln und dann eine Kanalisation, wirklich so eine richtige Underground-Kanalisation, wo dann fährst du einfach rumlaufen und dann siehst du dort ab und zu hat so Kameras, so Überwachungskameras, die dich auf Schritt und Tritt verfolgen, wenn du dich bewegst. Und das sind dann eben die, wo du kannst miauen und dann die so nicken mit dem Kopf quasi. Mhm. Und dann denkst du, das scheinen freundliche Kameras zu sein, wenn sie dir zustimmen, wenn du dich miauen. Und dann hast du dann plötzlich so, da ist so Neonbeleuchtung, irgendwo so ein Pfeil, der leuchtet in eine Richtung. Oder irgendwie so, wo so plötzlich Lampen angehen, so. Und dann weisst du, ich folge mal diesen Beleuchtungen und diesen Hinweis von den Beleuchtungen. Geh mal in dieser Richtung nach und ab und zu triffst du plötzlich wieder auf so alte Röhrenmonitoren oder was, wo so ein bisschen ein Rauschen drauf ist und dann hat es aber so wie ein paar Smiley-Symbol etwas drauf in dem Stil, wo so katzenartig aussieht, also wie ein Katzenkopf-Smiley, etwas in dem Stil. Und wenn du dort auch miaust, dann kommt dann irgendwie, glaubst du, so irgendwie ein Follow und viel, wo dich wieder weiterweist oder Help Me irgendwie. Ja. Dann weisst du, da ist irgendetwas Digitales, wo dich da leitet, irgendwo durchleitet. Eine digitale Leitung. Genau. Ja, dann plötzlich hast du mal irgendwo hergeschafft, wo dann da so eine Monitor mit dir kommuniziert und sagt, hey, ich brauche einen Körper. Dort und dort hat's eine kleine Drohne, wo ich könnte mich drinnen uploaden. Das ist so eine kleine Roboterdrohne, so eine fliegende.
wo dann der B-12 heisst, die Drohne. Und dann, wenn du dann die Knöpfe gedrückt hast, dann wird dann die KI dort rein abgeloadet. Dann kann die Drohne nachher als deine Begleiter mit dir rumfliegen und gibt dir so eine Art wie einen futuristischen kleinen Rucksack auf den Rücken von der Katze, wo sie eine Öffnung hat, wo die Drohne ab und zu drin chillt, wenn sie nicht brauchst, dann chillt sie im Rucksack hin. Sehr gut. Und du kannst sie eben per Knopfdruck vorrufen und hast noch einen Knopf zum Taschenlampen anschmeißen. Wenn du Kameraperspektive drehst, du die Drohne sich auch drehen und dann hast du genau dort, wo du durchschaust, immer schön Licht, das ist noch gut gemacht. Aber wenn du irgendwo in einer dunkleren Kanalisation unterwegs bist oder so. Und dann plötzlich triffst du auf einen humanoiden Roboter, so aussieht so ein bisschen von der Form her wie ein Mensch. Einfach anstatt der Kopf hat er so einen kleinen Monitor drauf, wo dann das Gesicht ist einfach so ein digitales Smile auch, wo kann verschiedene Ausdrücke machen, lachen oder ängstlich oder wie auch immer. Mhm. Und sobald er dich sieht, dann säckelt er davor, drückt noch so einen Alarmknopf und dann geht ein Alarm an, Sirene, und Rotlichter. Und denkst, was ist da los? Und kommst weiter. Und dann siehst du dann, wie die Roboter alle flüchten und sich einschanzen in ihren Wohnungen und so ein Garagentor runtergeht. Und da kommt ein so ein Roboter, sieht aus wie ein Wächter, so mit einem Hut und so einem Speer in der Hand, so, wo dann auf dich zukommt und dich abcheckt. Und dann kommt dein Roboter führen. Und das Gute ist, der Roboter, der kann, mit den anderen Robotern reden. Ah. Und so, weil du als Katze verstehst die Robotersprache nicht. Ah, nicht? Nein. Und dann eben mit dem kleinen Roboter verstehst du dann, er tut dann quasi Dolmetschen an nichts, was abgeht. Und der schaut dich dann an und dann sagt er so, du bist kein so ein, du bist kein Zirk, sagt er. und sagt, okay, ist alles easy, aber solange du dich friedlich verhaltest, kannst du weiter rumgehen. Und dann tut er quasi entwarnen, die Leute können wieder rauskommen, ist nicht schlimm und so, kein Feind. Du findest dann auch irgendwie unterwegs noch so eine Postkarte, wo so eine Aussenansicht irgendwie sieht aus wie auf einer Fidschi-Insel mit blauem Himmel und Sandstrand, glaube ich, das richtig im Kopf habe. Wo du dann kannst, also die Items, die du kannst einsammeln, dass du quasi den Roboter Ferrari in deinem Rucksack hin. Und du kannst dann einfach, wenn du mit Leuten schnören kannst, kannst du sagen, Item auswählen und dann zeigst du ihm zum Beispiel die Postkarte. Und dann schauen sie an und sagen so, ein blauer Himmel. Das ist ganz schön unrealistisch, was soll das? Und so. weil dann dort, wo du bist, ist in einer unterirdischen Stadt, die so ein bisschen Cyberpunk-mässig aussieht. So. Ja. Oder wie aus einem, wie heisst der Film schon wieder? Der Huren Cyberpunk-Film? Blade Runner. So Blade Runner. In dem Stil, genau. Und wenn du raufschaust, der Himmel ist einfach dunkel. Und es hat so Sterne. Aber es sieht irgendwie künstlich aus, weil es hat so Sterne, die so mehrere Kreise, die grösser werden, angeordnet sind. Ich habe zuerst gedacht, ob das einfach so eine Satellitenanordnung ist im Sternenhimmel, wo so, kreisförmig angeordnet ist, wie so auch immer, oder wie auch immer. Und ja, die können aus dem Grund keinen blauen Himmel. Aber du hast ja ab und zu mal wieder irgendwelche Poster und so, wo so ein bisschen Aussenlandschaften drauf hat und so Sachen. Ja, in dieser cyberpunk-mässigen Stadt hast du auch viel Neonbeleuchtungen halt. Und es ist viel nass, also ein bisschen nasse Böden, weißt du, wo ein bisschen die Lichter waren, Spiegel drinnen und es tropft von oben runter, weil du so ein bisschen bei Kanalisationssachen unterwegs bist. Enge Gässli, es hat noch relativ viel Müll, der rumliegt.
da ist jetzt auch so obdachlose Roboter, wo dann so obdachlose Roboter am Strassenrand höckelt, so mit Tuch eingehüllt und so wie Penner ausgesehen. Nein, das ist nicht. Das ist mir zumindest nicht aufgefallen. Es hat so ein bisschen interaktive Umgebungen mässig, so. Es hat in Form von sind Gläser, wo rumstehen, teils Flaschen, Kartons, so Farbdosen, Blumentöpfe, Bücherstapel. Also sogar teils Billardtisch, wo kannst draufkumpen und dann hat so schön Kugeln vorbereitet für das neue Spiel und dann kannst du das gerade rumgehen und die ganzen Kugeln von oben mit den Pfötchen rumrühren und dann habe ich auch schon mal alle Kugeln schön die Löcher versorgt und so. Und eben die ganzen Dosen und alles kannst du mit den meisten, kannst auch mit der Katze, kannst du dran rumlaufen und kannst das Zeug, es ist meistens schön angeordnet, so auf Gestell oben oder auf dem Tisch, dass du es kannst raufkumpeln und kannst das Zeug aberieren. Oder auf Hausdächer ändern und nachher kannst du Blumentöpfe aberieren, ja, und schauen, logisch, wie es runtergeht und kaputt geht. Und plopp. Genau, ja, das genau. Also es ist noch befriedigend. Aber du siehst, ich könnte das gar nicht sagen, bei mir ist das unmöglich in 6 Stunden. Ich würde in 6 Stunden einfach nur Zeugs abrühren. Ich verstehe Katz nicht durch den Fall. Wäre ich Katz, wäre das mein Ding. Wieso nicht? So, da durchlaufen, was kann man da alles abrühren? Und das Schlimme ist, also das Schöne ist, die Menschen, die dir zuschauen dabei, die finden so, oh, typisch Katze, und machen Memes draus. Und du bist dort und zerstörst einfach, was du willst. Deiner Wut freien Lauf. Und da, weg, du Blumen. Also da, du Filz, du Glas. Genau, du genau. Papier, du Nasentüchli-Päckchen. Nasentüchli-Päckchen, der Tef. Schon. Wenn er Aufmerksamkeit will und findet so, ah, jetzt, tust du mich so krass ignorieren, dass ich die gröbste Hure Waffe verhalte, dann schaut er irgendwo, wo ich das Nasentüchli-Päckchen an, dann holt er das und vernichtet es vor meinen Füßen. Und ich bin dort und ich verputze es, also, willst du essen? Okay. Ah ja, du kannst ein ganz viel anderes cool machen als Katze. Katze typisch. Zum Beispiel gibt es teils Türen, Bro. Wie? Einfach normale Türen. Was kannst du echt an einer Tür machen? Aufmachen? Nein. Kratzen? Ja. Oh nein. Du kannst an der Tür kratzen. Oh, mühsam. Und an der PlayStation 5 ist noch cool. Du hast ja die haptischen Reis L2-Taste. Und dann hast du wirklich so, du hast so einen Widerstand, wenn du so, du musst wirklich merkst, es wird strenger. Ja, wenn du so gut. Links und rechts, und du musst eben, wenn du mit der linken Pfosten, musst mit links und rechts, musst hin und her zum links und rechts kratzen. Manchmal hat das keinen Einfluss, ist einfach katzentypisch. Ab und zu, wenn du an der Tür kratzt, hörst du innen dran irgendetwas, hast du das auch gehört? Irgend so ein Roboter, wo redet. Oder es gibt auch mal eine Situation, wo du so kannst, bewirken, dass jemand dir Türen öffnet. Dann kommt schauen, was da los ist. Du hast teils Teppiche, Bro. Oh, auch gut. Wo du auch kannst kratzen, auch genau. Gut. Kannst hergehen und so. Oder Vorhang. Oh, noch besser. Und da ist sogar, ja, wo du nachher kannst den Vorhang ziehen, bis er abreißt. Oder so eine Art wie Rollo, bis er rausgeht. Und nachher du siehst du hinten dran ist irgendwie ein offenes Fenster. Und nachher kannst du das Fenster rauskommen und weiter marschieren. Hast du auch irgendwo Vorhänge, wo irgendjemand reagiert, wenn du etwas machst dran? Weil es werden nur Frauen sein. Nein, das habe ich zumindest keine gefunden. Zum Teil kannst du zum Beispiel so Roboter, die rumlaufen, die rumlaufen. Und wenn du vorher laufst, dann stürchelt so halb über dich rein. Wie das ab und zu kennst, ein Katzentypisch. Ja, laufen dir vor die Füße her, dass du fast auf die Fresse fliegst. Ja, das, ja. Da hast du Roboter, du kannst so am Bein so durchschmiegen. Und nachher du siehst so, macht so Geräusche und du siehst, kommt so ein Herzli-Symbol auf seinem Kopfmonitor auf, so findet so herzig und so. Und der schnurrt dann manchmal auch so dein Kätzli so. Und dann schnurrt es auch. Der Kontrolle ein bisschen vibrieren, oh. Genau, so ein bisschen. Ist auch noch cool. Und du hast auch so Plätzchen versteckt in der Welt. So Chiller, ich nenne es jetzt mal Chiller-Plätzchen.
wo du irgendwie ein Küssi ist oder so, und nachher kannst du dort drauflegen. Nachher kannst du Pause machen, dann liegt er her, rollt sich so ein, so gemütlich, fährt so ein bisschen schnurren. Und dann tut so die Kamera so langsam rauszoomen, immer mehr und mehr und mehr, bis auf maximale Weite raus. Und dann siehst du noch ein bisschen die Umgebung, ein bisschen und so. Und kannst einfach so, es hat, glaube ich, keinen Einfluss auf irgendetwas, aber es ist einfach gemütlich. Und so. Schnurren von der Katze ist für mich auch so absolute Heilung. Schnurren von der Katze, ich liebe das am extrem, so, wenn schnurren. Einfach meinen Kopf drauflegen auf den Bauch. Mhm. Einfach das Schnurren geniessen, das ist so, das ist für mich so pure Liebe in der pursten Form, so das Geräusch. Ja, es ist halt schon befriedigend, dass du ein akustisches Feedback bekommst, wenn es Katze gefällt. Nee, ja. Und so ein Eindeutiges, wo nicht einfach so fake ist oder so. Also, weißt, jetzt fällt er auf den Schnurren und weißt, okay, jetzt genießt er es. Ja, Katzen können auch schnurren, wenn es ihnen unwohl ist. Schon? Ja. Das ist so ein, das kann auch ein unwohl Schnurren sein. Das habe ich jetzt noch nie erlebt. Weil, also wenn bei mir eine Katze vor der Schnurren, dann siehst du auch ihrem Ausdruck an, gerade dass sie es genießt. Ja, ja, absolut. Und so einen haben sie noch nie gehabt, wo im Unwohlsein gestört hat. Ich sag das mal am Ter. Okay. Weil ich habe das auch nicht gedacht. Oder ist es das nicht so ein Moment, wo sie chillen und fangen einfach schnurren? Aber nicht wegen dir, sondern wegen etwas anderem. Und dann kommst du und sie sind noch wegen dem anderen am Schnurren und du nervst sie dann. Sie fangen dann an, wenn sie anfangen zu nerven. Okay. Und du siehst es also richtig an seinem Blick. Er schaut dich an, also nachher mal. Er schaut Nein. Es ist tatsächlich so, dass Katzen auch wirklich ein Fake-Schnurren am Start haben. Okay. Ja, und in der Cyberpunk-Welt, wie findest du dich jetzt recht? Das finde ich auch noch cool gemacht. Aber du hast die vielen Neonbeleuchtungen. Und zum Teil sind sie einfach so recht auffällig gemacht. Du hast zum Beispiel, da habe ich auch so gedacht, jetzt bin ich in der Stadt drin. Und wodurch soll ich jetzt hier laufen und so? Und das ist nicht irgendwie ein GPS oder ein Pfeil, also, wo der immer herzeigt, wodurch aber ab und zu mal irgendwie so ein Neon-Pfeil, der leuchtet, wo du denkst, ich folge mal dem Pfeil. Vielleicht bringt er mich irgendwo her. Meistens bringt er dich irgendwo her. Und dann habe ich auch gedacht, du kommst dann auf die Hausdächer rum, oder? Du kannst dann so schauen, da hat es ein paar Fässer, sieht aus, als ob ich draufkomme, gehst her, kommst drauf. Und dann, dort ist eine kleine Klimaanlage so an der Wand vom Haus, dann kommst du auf die Klimaanlage, dann ist dort ein Rohr, wo dort ein bisschen raufgeht, dann gehst du am Rohr entlang, und dann kannst du auf die andere Hausseite rüberkommen, auf ein Brett von einem Baugerüst oder so, und dann kommst du dann so irgendwann auf die Häuser und dann kannst du dann auch so auf den Häuserdächern unterwegs sein und dann denkst du so, wo komme ich eigentlich überall durch? Und dann siehst du irgendwo weit hinten am Rand so ein grosses blaues Neonschild irgendwie auch mit einem Symbol drauf, weiss nicht mehr, Smiley oder was es ist. Denkst du so, das sieht relativ gross und auffällig aus. Ich gehe mal dort her schauen und dann hat sie dann auch irgendwie eine Wohnung irgendwie mit einem offenen Fenster und nachher kannst du das Fenster reingumpen. Und dann findest du dann irgendwie ein Dokument von einem von diesen Robotern, wo irgendwie eben davon schreibt, wie er will, an die Oberfläche raufkommen, irgendwie probiert, an die Oberfläche zu kommen. Und so, und dann sammelst du die Zettel ein, oder da findest du irgendwo so von den optionalen Sachen, zum Beispiel ein Musiknotenblatt. Und da siehst du irgendwie Musiknoten 1 von 6 oder so. Und du weisst, okay, es gibt noch 5 andere Musikblätter irgendwo verteilt. Und dann gehst du nämlich so ein bisschen um und suchst die Musikblätter. Sonst noch, und dann denkst du, du kannst mit denen dann etwas anfangen. Und ja, dann triffst du dann irgendeinen auf so einen Roboter, der mit einer Gitarre dort chillt. Und dann gibst du ihm das Musikblatt. Und dann, das kann ich spielen. Und dann spielt er dir ein kleines Lied vor. Und dann gibst du das andere Musikblatt und dann spielt er dir ein anderes Lied vor. Und
Und das ist einfach so ein kleines Gimmick, das nicht musst machen, auch eines von den optionalen Sachen. Und dort habe ich dann, glaube ich, auch, alle oder fast alle Notenblätter habe ich dann in der Welt zusammengesucht gehabt. Und bin auch hergegangen, habe ein bisschen hören, was für eine Melodie das er spielt. Und so, das war dann chillig gewesen. Oder du bist irgendwo auf einem Roboter, der auf einem Sofa liegt, und dann kannst du ihm auf den Bauch kumpen und herliegen und einfach schnurren. Und dann kannst du dir das Päuschen machen und er dann auch schaut. So. Und dann, wenn du dich herliest, dann auch, und auch so ein Herzchen auf dem Monitor bei ihm. Und dann macht er weiter sein Nickerchen dort und du chillst es auf dem Bauch, wie du es auch so kennst, bei der Katze her. Und dann eben mit der Wegfindung eben so auffällige Neonbeleuchtungen bringen dich meistens irgendwo her, zeigt, dass irgendwo etwas ist dort. Oder eben, du hast das auch irgendwelche graffiti-mässige Pfeile auf einer Hauswand, die irgendwo durch zeigen, wo kannst dem folgen und dich irgendwo durchbringt. Ab und zu mal so eine Hinweistafel so mit so einem Richtungspfeil, wo du kannst lesen, dann siehst du, rechts geht es zu dort und dort durch, links ist irgendwie keine Ahnung, was für ein Laden oder so, wo dir ein bisschen hilft, um den richtigen Zweck zu finden. Da ist eben beim Umkleider so Stahlträger, wo so um einen Kran aber sind, so auf einer Seile, wo du kannst so draufkumpeln und dann schaukelt ein bisschen im Zeug umeinander. So Zeug, so du kannst irgendwo durch eine Lüftungsschächte durchlaufen als Katz. Oder zwischen den Gitterstangen durch, irgendwo in ein Haus rein oder so Sachen. Oder ab und zu jetzt auch so kleine improvisierte Lift in Form von einem Kessel, der aufgehängt ist. Und dann weißt du, wenn du in dem Haus dachtest, ja, jetzt kannst du in den Kessel reingumpen. Da hat so ein Gegengewicht und nachher bist du als Katz schwerer als Gegengewicht. Mhm. Und dann gehst du langsam runter mit dem Kessel und kannst unten wieder rausgumpen. Oder hat so wie die Flaschenseilzüge da unten, die von einem Dach aus anderen Dach übergeht. Dann kannst du dort auch in den Kessel reingumpen und dann saust der Kessel so aber zum anderen Dach über. Ja, so Zeug sieht es auch, wenn du rauskommst, dann geht es auch wieder so, geht es wieder zurück, der Kessel. Das sind so ein bisschen Fortbewegungsmöglichkeiten. Du triffst dann auch auf Feinde. Und zwar hast du dann eben die sogenannten Zergs. Vor allem am Anfang so in der Kanalisation. Und die sehen aus, also ich glaube von Anfang an hat es mich stark an Ted Krabs von Half-Life erinnert. Oh, einfach so in Mini-Form. Hässlich. Ja, wirklich. Sie sind auch so klein wie ein Ratte in Grösse oder so. Also wie eine kleine Ratte oder eine grosse Maus. Und die sind meistens auch so im Schwarm unterwegs. Und die sind noch recht hässlich, wenn du zu neu herkommst und sie dich hören. Du kannst sie auch mit dem Miauen extra anlocken. Ja. Und dann kommt der ganze Schwarm kommt so wie eine Maus oder Rattenschwarm, so alle auf dich los. Und die verfolgen dich dann richtig, dann musst du säckeln, wirklich. Und wenn du nicht an ihr herkommst, dann fängst du an zu gumpen, probieren sie auf dich aufzugumpen. Was soll das? Und dann musst du auch wirklich, wenn du immer schön so Zick-Zack-Bewegungen machst, dann kann es meistens praktisch nicht auf dich gumpen. Aber ab und zu passiert es vielleicht gleich mal, oder wenn du es verhängst oder so. Und dann hängen sie auf dir, aber krallt sie sich so fest. Und sie können auch mehr auf dich aufgumpen. Und dann hast du so eine Taste, die du musst schnell drücken, dass du dich kannst davon schütteln kannst. Dann kannst du sie abschütteln, je nachdem. Wenn es aber zu lang oder zu viel auf dir oben hockt, dann irgendwann bist du tot quasi. Die saugen dich aus oder was weiß ich nicht, was die machen.
Dann kommst du zum letzten Speicherpunkt zurück. Das ist so nicht okay. Ja, aber... Was, aber... Mich hat es jetzt nicht so genervt gehabt. Es ist, ich bin wenig gestorben, wirklich nur wahrscheinlich sogar einer Hand abzählbar, möglicherweise. Und eben relativ schnell findest du die Taktik raus, eben, dass dann einfach, wenn die Viecher kommen, dann heisst es einfach rennen, rennen, rennen. Und wenn sie relativ nah an dir sind, dann einfach einfach hin und her dich bewegen, die längst, einfach nicht einfach geradeaus laufen. Und dann, wenn es dann, weil so gumpelt es dann immer ein bisschen an dir vorbei. Und eben, wenn man alleine drauf gumpelt, dann geht davon abschütteln, Tasten spammen und so. Ja. Und ja, es wird mit der Zeit ein bisschen knackiger mit diesen Viechern. Du hast dann auch später so ein ultraviolettes Licht, eine Art, sieht es aus, wo du bekommst, wo dann auch bei deinem kleineren Roboterbegleitdrohne beim B12 integriert ist. Und mit der kannst du, das ist quasi wie ein Tageslicht, wie Vampire oder ultraviolettes Licht, das tut sie verbrennen. Und dann kannst du auch, wenn sie zu nahe kommen, kannst du das Licht anschalten und dann musst du einfach den Lichtkegel auf sie richten und dann macht es und sie verplatzt. So richtig befriedigend. So. So wie Zecken, wenn sie über eine Kerze tun. So. Was? Anscheinend, ja. Sie explodieren, wenn man Kerzen über den Hund. Ja, aber ich weiß nicht, ob sie für das mit Volk gesogen sind oder einfach schon ein bisschen Blut drin haben. Aber ja, die explodieren anscheinend, habe ich gehört. Ah, oh. Oh, ja, das ist doch einfach wahrscheinlich, die müssen kein Blut drin haben. Die können sich ja füllen, das heisst, dass der Sack ist schon pumpbar. Ah, du meinst, die heisse Luft bereitet sich aus. Ja, heisse Luft und fertig. Ja, ja. Vielleicht. Urässlich, ja, ja. Aber richtig so. Das ist ja ein richtiger Tod. Ein richtiger Zeppelin-Tod. Ja, genau. Wenn mich ein Zecke anfickt, dann tue ich sie Hindenburg, ich sag dir's. Könntest du die echt irgendwie mit Helium füllen? No, nimmst Zecke. Du so einen Ballon, du so ein kleines Blut-Helium-Gemisch rein, damit sie dran saugen, dann stecken sie rein, sie fangen an zu saugen. Und dann fliegen sie rauf. Das ist irgendetwas, was wir eines Tages mitmachen, wenn wir völlig Zeit und Budget haben. Sprich, heute Nachmittag. Schon? Hast du schon Zeit und Budget? Ja, nur keine Zecke. Ja, das also Budget nicht, aber ein Heliumballon, das können wir in Willis auch schnell an ein Kind wegnehmen. Und das Blut auch. Niemand hat das gehört. Fuck, und du siehst irgendwie so nächste Woche in der Zeit, dein Kind wird vermisst in Willisau und alle kommen zu uns, ihr seid es gesehen. Fuck. Wir sagen, wir haben nichts damit zu tun. Währenddem wir nicht mehr interviewt werden und plötzlich gehen jetzt so 3 Säcke vom Himmel runter. Genau. Und... Ja, du triffst auch, also mit der ultraviolette Taschenlampe ist das Problem, sie hat eine mega kurze Brenndauer, weil es braucht relativ viel Strom und deine Drohne kann nicht so lange Strom produzieren, viel. Also sagen wir so, ihr Netzteil ist einfach zu schwach. Nach kurzer Zeit hat sie elektrische Failure und Kurzschluss und die Taschenlampe geht nicht mehr. Und sie muss wieder abkühlen. Und das dauert dann wieder ein paar Sekunden. Das ist eigentlich so hässlich, wenn dann die Huren Viecher nachher sind und du nimmst die Taschenlampe für, sie fangen verplatzen und sie sind aber noch mehr als, und deine Taschenlampe überhitzt und der Rest lebt noch und du musst weiter rumsäckeln und abschütteln und warten, bis die Batterie wieder abgekühlt ist, dass sie wieder kurz einsetzen. Aber auch das mit der Zeit kommst du so ein bisschen das Handling über und dann fährst du an, rumsäckeln und die ganzen Huren Viecher anfangen einsammeln, dass alle auf einmal hast. Und dann wartest du irgendwo, wo du eine Flasche hast und sobald sie genug nöch sind, tust du einfach die Kamera so richten, dass du schön beim Flaschenhals, der Lichtpegel herkommt und dann säckelt es dort durch und tust einfach rechtzeitig timen im Notfall, dass du es ausschaltest, bevor es überhitzt, damit du schneller wieder einsatzbereit ist, so Sachen. Du triffst ab und zu auch irgendwo so meistens sind so graffiti-mäßige Sachen an Wänden, die so ein wie so blaues Glitzer hat und du weisst, dort kannst du interagieren. Drasseichen. Nein, das kannst du nicht, glaub. Das habe ich nie herausgefunden, das kannst du sagen.
Nein, du kannst dann dorthin gehen und das tut dann der Roboter irgendwie für dich scannen, das Graffiti, und dann kommt eine Erinnerung für dich wieder und sagt, ah, das erinnert dich irgendwie so und so und bababam. Und dann hast du auch so eine Anzeige, die für dich kommt, die dann zeigt, quasi, was ich vorher verfülle, was so verschiedene Plätze hat, und dann siehst du irgendwo, ein Platz füllt sich, und dann weißt du, ah, dort habe ich die Erinnerung gefunden oder so, und dann siehst du, ah, es kann noch so und so viele Sachen, wo du kannst, ja, Erinnerungen zu Sachen, habe ich noch nicht gefunden. So viele sind noch frei von diesen Plätzen. Und dann hast du auch noch die grossen Balken, die du füllen kannst. Das sind, glaube ich, so ein bisschen Main-Story-Punkte, wo es dann füllen, wenn du irgendwo wieder einen Main-Story-Punkt erfüllt hast oder so Sachen. Du triffst später auch noch auf so kleine Wächterdrohnen, die man fliegt. Also Suchscheinwerfer haben. Die hat mich gerade auch wieder an Half-Life 2 erinnert. Ich frage mich eben, ob das ein Zufall ist oder nicht. Weil an die Sentinel-Drohnen von Half-Life 2, die da so rumfliegen. Und wenn du irgendwelche suspekte Sachen machst, dann gehen sie Alarm oder so. Mm. Du musst dich so schön ruhig verhalten da. Und die haben dann auch so Suchkegel. Und wenn du in Suchkegel reinkommst, dann wird er kurz gelb, wechselt die Farbe, und wenn du noch ein bisschen zu lang drin bist, dann wird er, glaube ich, auch rot, und dann fängt es sich auf verfolgen, also beziehungsweise sobald der gelb ist, fängt es auf rumschauen, du musst dich schnell verstecken, und das kannst du in Kartonschachteln innen machen, wo ab und zu irgendwo rumliegt, kannst schnell reinkumpen. Das Beste. Genau, also katzentypisch. Und ja, das hat mich dann gerade wieder an Metal Gear Solid erinnert gehabt, wo du kannst in der Kartonschachtel rumschleichen. Ja. Und die über Drohnen, aber wenn sie dich mal zu fest im Visier haben, dann verfolgen sie dich und die fangen dann auch an zu schiessen. Und die kannst aber auch, die hat mich, glaube ich, nie können treffen. Die ist auch einfach hin und her im Zick-Tack kommen, säckeln, und dann treffen sie dich nicht. Also, mir ist das zumindest nie der Fall gewesen nachher. Was ab und zu auch kannst, zum Beispiel, ist, du hast irgendwo einen Glumpen oder so einen Metalldeckel, wo Wasser wo oben abgetropft drinnen ist. Und du kannst hergehen und du kannst einfach Wasser drauslecken, wie aus einem Wasserschäleli, zum Trinken. Nicht, dass es müsstest, du musst nicht trinken im Game, aber du kannst es. Du musst. Natürlich musst du es nachher ab und zu sagen, ah, du kannst trinken, kannst schon länger nicht mehr trinken, ich tue einfach mal trinken, wieder schnell ein paar Schlecken, also, und dann weiter. Ja, das ist so ein bisschen allgemeine Sachen, ohne gross Story-Spoiler. Zu dem Part kommen wir jetzt. Bist du immer noch okay damit? Ja, man muss aber da noch schnell eine kleine Interaktion machen. Aha. Nach dieser kleinen Interaktion ist es so, dass der Spoiler-Part losgeht und für euch ist fertig, wo nicht gespoilert werden. Es ist tatsächlich so, dass er gesagt hat, vielleicht, wenn wir bis da ein bisschen geredet haben, wirst du das Game zocken. Und da hat er absolut recht. Und vorher haben wir noch schnell, bevor wir einen Ausschweifer vom Ausschweifer vom Ausschweifer hatten, haben wir noch schnell erzählt, wegen der Geschichte mit unserem Investor. Und das ist jetzt im Moment einfach ein Part, der noch komplett deplatziert dort ist, weil die Geschichte nicht fertig ist. Wieso ich das gebe? Und ich würde es wirklich lieben, zu gamen. Aber für mich ist halt das auch wieder eins von diesen Games. Das kommt bei mir dann in Frage, wenn es auf der Switch rauskommt und ich das auf der Switch kann zocken. Mhm. Wieso? Weil ich einfach keine Zeit habe. Weil ich mir Zeit nehme, halt eben für die ganzen Play-to-Earn-Games, weil das mit dem Investor nicht geklappt hat, haben wir gesagt, jetzt müssen wir jetzt zurück, wo wir vor einem Jahr gewesen sind. Und das ist mit tonnenweise Content. Das habe ich vor einem Jahr, bis vor einem Jahr relativ gut im Griff gehabt. Jetzt ein Jahr lang halt nicht aufgrund von all das, was wir umgebaut und gemacht haben und Zeugs und Sachen. Und weil es eben dort nicht weitergeht, muss ich da auf Play-to-Earn gehen. Also mein Leben ist sehr viel mit Gaming, aber halt nur das, wo halt Krypto-Games sind im Moment. Was ich dort mitbekomme, halt, ist auch,
dass Indie-Developer huren oft einfach den massiv besseren Job machen als AAAs. Ja, heutzutage ist es traurig, aber leider ja, wahr. Und der Grund für das ist, weil die halt einfach viel, viel, viel vernöcher bei der Community sind. Mhm. Die kommen mit einer Idee, die Community sagt, wow, huere geil, das und das wäre geil, und die schnappen sich das auf und hey, ja, das wäre wirklich geil. Und eigentlich hätten die Game Studios mit viel Stoss zur Verfügung, die, ich weiss nicht, die können das Produkt machen auf Grund von, es gibt nichts, was näher ist am Gamer. Und nichts, was offener ist als ein Gamer. Wo dir sagt, hey, schau das und das und das. Und du kannst einfach ein bisschen mitgehen, mit was deine Community sagt. Das Problem ist, manchmal kannst du nicht auf Community, also nicht auf alle gehen von der Community. Nein, musst nicht auf alle. Aber weisst so, wenn es einen Grund richtig hat von der Community und du siehst, das ist ein Grund richtig, mhm. Dann gehst. Wenn du eine 50-50 Geschichte hast, nicht, dann kannst du nicht. Machst du immer 50% hässig. Mhm. Oder? Und, aber wenn du siehst, ja, 80% von der Community hat diese Einstellung in diese Richtung, dann darfst du nicht kommen und sagen, oh nein, Moment, ich habe recht. Dann musst du dich schnell hinterfragen. Ja. Ob es dann vielleicht nicht besser ist. Und ja. Und du hast immer so die 50-50 Geschichten, wo die Hälfte von der Community dafür und die andere Hälfte dagegen ist. Gerade bei Play to Earn merkst du es halt hure heftig dort, wie krass das die Fronten sind. Und dort kannst du halt, ja, dort gehst du dein Mittel weg. Du entscheidest für dich. Das schon. Aber dort, wo du merkst, es ist eine krasse Tendenz vorhanden, dann musst du schon ein bisschen schauen. Und darum, Indies und mit den Crowdfunding-Möglichkeiten, die sie haben, heute so mit Perks, so von wegen, hey, wenn wir das und das erreichen, dann können wir auch das und das neu bauen. Und halt die Community, die finden, wow, hure geil, ja, komm, wir finanzieren das Shit zusammen. Das ist halt schon, das funktioniert hure gut. Da habe ich schon mega Freude. Mhm. Und dann nachher kommen so Games wie das da. Und ja, es macht mich hure nach. Ich möchte das wirklich mega spielen. Und darum darfst du für mich jetzt weiter spoilern, weil das im nächsten halben Jahr nicht der Fall wird sein, dass ich es wieder zocken, aber ich würde sehr gerne hören, worum es geht. Ja, und zwar geht es in der Story eigentlich darum, du hast am Anfang relativ schnell kommst du so Hinweise über, dass es so verschiedene Roboter gibt, die einen Weg wollen, nach außen finden an die Oberfläche. Und du triffst dich mit einem schließlich und das sind quasi so eine Rebellengruppe, aus den Slums dort unten kommen. Und der sagt dann eben, dass seine Kollegen schon vorausgegangen sind, eben in der Kanalisation, die eben super gefährlich ist, weil dort die Zergs, die Headcrab-Viecher drin sind. Und das sind ursprünglich sind das Bakterien gewesen, weil sie in diesen Slums, und das ist eigentlich die, die weiter oben wohnen, die haben quasi einfach die oberen Schichten haben ihren Abfall runtergerührt, die Slums abends. Und weil das sich dann verfüllen mit der Zeit, haben sie dann etwas gebraucht, wo die den Müll fressen, dann haben sie irgendwie Bakterien entwickelt, die den Müll dort fressen. Und die sind dann mit der Zeit, haben die sich auch evolved und sind dann eben zu so grossen Headcrabs geworden, wo dann haben davon alles fressen, auch Metall, und darum haben die Roboter Angst vor ihnen, weil sie auch Roboter fressen. und die sind eben dort vor allem in den Slums und in den Kanalisationen und das Problem. Und darum ist es auch relativ schwer, an die Oberfläche zu kommen, weil du musst durch die Kanalisation durchgehen, damit du kannst an die höher gelegenen, City-Teile kommen, dort, wo dann irgendwann mal richtig Oberfläche führt. Und ja, wenn du dann dort durchgehst als Katz, triffst du dann irgendwann auch sieht so aus wie ein grosser Baum, ein riesiger Baum, so wie, baumhüttenmässig, so ein Sachen ringsum angebaut ist. Also ich nenne es jetzt mal das Baumdorf. Und dort triffst du dann auf die eine von diesen quasi Rebellinnen, wo du vorne in der oberen City-Teil siehst, wenn du dort herkommst, siehst du dann, oh, die ist noch mehr belebt, die ist ein bisschen sauberer, ein bisschen mehr City-like, nicht mehr so Slums. Und dort siehst du auch so Polizeirobotermässig, wo
einen anderen Roboter, weißt du, so an der Wand her, Dingsen quasi, untersuchen, filzen quasi, so Zeugs. Und daneben dort kommen dann erst die Wächterdrohnen an, die patrouillieren und so. Und dann weißt du, so ein bisschen, ist das so ein bisschen Robocop-mässig, so ein bisschen Polizeistaat oder so, da, ein bisschen in die Richtung. Ja. Dort hat zum Beispiel auch so ein lustiges Rätsel, wo dann musst du nachher, damit du an die Oberfläche kommst, so durch so eine Fabrik durchgehen, wo auch von der Obrigkeit geführt wird, wo aber nicht einfach so reinkommst. Und du musst zuerst einen Roboter einschliessen. Dort hier. Und der sagt, er braucht so eine Leuchtarbeitsweste und so einen Bauarbeiterhelm, wie es die Angestellten haben in der Fabrik, damit sie sich reinschleichen kann. Quasi. Und dann musst du dann zuerst mal irgendwo im Kleiderladen rein. Musst dort, wo es Leuchtwesten hat, so eine Leuchtweste klauen. Aber da ist der Ladenbesitzer natürlich, ein Roboter, nicht so glücklich. Und du musst den irgendwie aus dem Weg bekommen zuerst. Und er mag nicht die Jugendlichen mit ihrer modernen Musik, die sie da auf den Ghetto-Blaster hören. Das ist so mühsam, die Jugendlichen. Und du siehst dort in der Umkleidekabine hat so einen Ghetto-Blaster. Mhm. Und irgendwo kommst du dann bei einer kleinen Aufgabe, ob für ein paar Jugendliche machst, wo wenn dass du Kameras, die neu ihren Hof überwachen, ausschalten, die geben dann als Belohnung Kassette, eine Musikkassette, so. Und dann kannst du deinen Ghetto-Blaster einsetzen in der Umkleidekabine und anschalten und kommt so laut in eine Techno- oder Bassmusik. Und dann kommt der Ladenbesitzer hässig hinter dir schauen und du kannst früher die Leuchtweste klauen. Ja. Oder nachher hast du in so einen Laden für Arbeiterzubehör, hast du gesehen, dort, oh, dort ist der Arbeiterhelm dort drin. Und dann ist aber der Ladenbesitzer vorne drauf, der dich nicht reinlässt, sagt, ah, der Laden muss wieder frisch aufgefüllt werden. Und da sind die Typen, die den Laden sind am Auffüllen und sie sind super lahm am Arbeiten. Und solange der nicht aufgefüllt ist, öffne ich den Laden nicht. Und dann gehst du zu dem Typ dort schnüren, der den Laden auffüllen sollte, der einfach dort steht, und der motzt darüber, dass sein Arbeitskollege wieder irgendwo verschwunden ist, wahrscheinlich in der Bar innen, und erwartet, dass er kommt, Kisten schleppen. Und dann gehst du in die Bar innen, und dort findest du dann im Hinterzimmer einen betrunkenen Roboter, der so auf dem Tisch am Pennen ist, und du musst irgendwie wach bekommen. Und dann kommst du ins Regal rein, und im Regal oben hat es dort so eine Kiste. Und dann tust du natürlich die Kiste schieben mit Flaschen drin, bis sie oben runtergeht auf den Roboter runter. Und dann noch der verwacht. Und nachher macht er sich auf den Weg raus. Und bevor er beim anderen ankommt, um mit der Kiste zu schleppen, kommst du schnell in einen Kartonschachtel rein. Und dann schleppt er natürlich die Schachtel, wo du drin bist, in den Laden rein. Und zum anderen rausgeht, kommst du raus, klaust den Helm und dann siehst du dann da hat es irgendwie noch ein Brettchen, das du auf die Seite schiebst. Und dann kommst du zu dir so eine Lüftungsschacht am Boden unten, kommst wieder aus dem Haus raus, und dann gibst du diesem Roboter die Leuchtweste und den Helm, und dann kommt er nachher mit dem in den staatlichen überwachten Laden rein, wo du dann auch kannst reinschleichen mit ihm zusammen. Und du siehst dann auch eben die Roboterdame, die du suchst, die an die Oberfläche gehen will, die als Rebellin gekennzeichnet wurde vom Staat, die ist aber auch wanted, oder? Dann denkst du also, okay, sie ist quasi eine Freiheitskämpferin. Und der Staat wird irgendwie verhindern, dass die Roboter an die Oberfläche kommen. So habe ich es zumindest interpretiert gehabt. Und nachher, ja, dann trifft dann einer dann dort eben auf die Clementine, heisst die Roboterdame, die an die Oberfläche hoch will. Und du findest dann auch mit der Zeit dann immer mehr von diesen Gedächtnissachen vom B12, von deinem kleinen Drohnenroboter, wo Begleiter mit über, wo dann plötzlich die Erinnerungen wieder bekommt und dann checkt, scheisse, ich bin eigentlich mal selber ein Wissenschaftler gewesen, ein Mensch. Und es ist irgendwie, was ist gewesen? Irgendetwas ist gewesen, Umweltkatastrophe oder was, keine Ahnung mehr, wo dazu geführt haben, dass Menschen haben müssen in den Untergrund gehen quasi, weil ich glaube, die Oberfläche ist nicht mehr bewohnbar gewesen, versucht oder was weiß ich. Und da haben sie dann quasi so eine riesige Kuppel gebaut mit einer Stadt drinnen, wo dann eben die Stadt ist, wo du unterwegs bist mit den Robotern, und dann irgendetwas ist dann passiert einfach, und die Menschen sind dann irgendwie gleich gestorben
Und es sind einfach nur noch die Roboter übrig gewesen, die für Menschen geschaffen haben. Und die haben dann selber auch irgendein Bewusstsein entwickelt gehabt und haben dann einfach quasi sich so wie die Menschen verhalten, wie sie es könnten von den Menschen vor ihnen, die ihre Erschaffer gewesen sind. Und darum sind quasi Roboter-Menschen in dieser Stadt am Leben. Schlussendlich. Also es ist immer das Gleiche. Ja, ja, genau. Mit den Robotern. Es entwickelt sich immer gleich. Und neben die darum ist, haben sie kein Tageslicht und die Lichter dort oben, die ich gemeint am Anfang sind die Satelliten, sind einfach irgendwelche Beleuchtungspunkte dort, wo so wie Sterne aussehen oder Satelliten am Himmel oben. Und ja, eben die Roboter checkt dann eben, dass irgendetwas passiert ist und Menschen sind gestorben und er hat sich dann darum sein Bewusstsein abgeloadet in den Computer rein und ist dann dort irgendwie festgesessen, bis du in den auch in die kleine Drohne rein abgeloadet hast. Und er wird dann aber gleich wieder quasi an die Oberfläche raufkommen. Dann musst du dann in diesem Auftrag schlussendlich irgendwie noch eine Atombatterie suchen, damit du wieder kannst die U-Bahn lauffähig machen für Clementine, wo sie sagt, die U-Bahn, die geht an die Oberfläche rauf irgendwie. Und du musst dann dort einfach ein kleine Rätsel lösen, damit du an die Batterie herkommst und so. Wirst du dann von dem Typ, der dich dort eingeschleust hat, wo du hast müssen, Bauarbeiterhelm und Weste suchen, verraten? Er hat sich verkauft an die Polizei quasi. Und dann wirst du und Clementine in den Knast gesteckt. Und dann musst du natürlich, du als Superkatz fliehst aus dem Käfig raus und dann schleichst du dich durch die Gefängnistür an der Wächterthron vorbei und öffnest Gefängnistüren, bis du Clementine befreit hast und dann gehst du mit ihr zusammen weiter, und dann musst du deinen B12, Drohnenfreund musst du noch suchen und auch aus seinem Gefängnis raus befreien. Der B12. Genau, da hat mich natürlich an den Star Wars erinnert, an den, wie heisst der, BB-8, oder wie? Mich erinnert er mehr an Vitamin. B12, genau. Ja, und nachher bist du dort B12 fürs Gedächtnis, weisst. Ja. Also, ist nicht ein Zufall. Gedächtnisverlust. Ja, so meinst du. Ja, stimmt. Vielleicht bei 12 ist es Gedächtnisvitamin. Also. Ja, und jedenfalls klingt er dann auch der Gefängnisausbruch. Bist du dann auf der Flucht vom Gesetz, vom korrupten Gesetz? Ist ein kleiner Witz, du bist eigentlich voraus und sie sagt dann dir so, komm, Katz, geh voraus, ich tu sie ablenken, damit du kannst alleine weiterfliehen und so. Und dabei hättest du gemütlich können gemeinsam fliehen. In der Zeit, wo sie dich voll labert, sind die gar noch nicht bei dir gewesen, ja, und das ist ein bisschen nicht so realistisch gewesen, aber ich fand, easy, dann, Gott, ich glaube, für einen chilliges eigene Oberfläche, ich brauche dich nicht. Ich weiß nicht realistisch in einem Game, wo du als Katz mit einer Drohne im Rucksack hinten rumlebst. Das ist super realistisch. Ja, das schon. Auf jeden Fall schaffst du dann irgendwann auch die U-Bahn zum Laufen zu bringen und du siehst dann mit der U-Bahn rauf und dann bist du so in einer Station oben dran und jetzt sind dann auch so Roboter am Botzen und so und dann kommst du in eine Kommandozentrale rein, wo es auch irgendwie der eine ist am Scheibenbotzen und so und dann findest du dann aus eben mit deinem Roboterkollegen, dass das so die Steuerzentrale ist, wo eben schon seit vielen Jahren verlassen ist, eben weil die Menschen einfach gestorben sind und oder was auch immer und nur noch die Roboter dort gewesen sind und aber die Putzroboter und so, die sind einfach seither in ihrem Programm nachgegangen, die sind dort einfach immer putzen und machen und wie nicht. Nachher musst du die Zentrale wieder langsam rauffahren, die Kommandozentrale. Und dann tut der Roboter sich auch von innen hacken und sagt, ah, schau, da haben wir verschiedene Terminals, wo wir wieder einschalten. Zuerst kannst du das übernehmen. Und dann musst du so katzentypisch, siehst du dann so verschiedene Terminals auf verschiedenen Tischen. Die einen sind rot, die anderen grün. Und du weisst, die roten sind ausgeschaltet, die musst du aktivieren. Und du machst es natürlich eben katzentypisch, indem du einfach über die Tastatur reinlaufst. Ja, ja. Und nachher schaltet es grün. Und wenn du wieder drüber laufst, schaltet es wieder rot. Gibt es noch Kaffeetassen auf dem Weg, die du kannst umleeren? Ich glaube, irgendwo hast du auch Kaffeetassen. Perfekt. Meint ich schon. Und dann tust du da alle Terminals einschalten. Und nachher sagst du, okay, jetzt muss ich da noch irgendwie, ich weiss gar nicht, die Sicherungen ausschalten oder so, nutzen oder was. Und so katzentypisch musst du dann auch so verschiedene
elektrischen Kisten musst du dort die Abdeckungen irgendwie so wegkratzen, genau daran kratzen, bis sie abgeht, die Abdeckung. Und dann hast du natürlich Kabel dahinter. Und dann musst du natürlich, katzentypisch musst du, gut, eigentlich müsstest du an der Katze, an den Kabel genagen, aber sie tut dann auch mit den Pfoten Traumen kratzen, bis es einen kurzen geht und das System kaputt ist dort. Und das musst du ein paar Mal machen. Und du merkst, jedes Mal ist dein Roboter drinnen, dann gibt es jedes Mal wieder so einen Stromschlag, wenn er muss so eine Sicherung aushacken quasi. Und du merkst so, das braucht sehr viel von meiner Energie. Und dann denkst du so, okay, wahrscheinlich opfert er sich gerade in dem Moment. Und so kommt es dann auch, wenn er die letzte Konsole gehackt hat für dich, dann ist dein Rest der Saft verbraucht und er ist nachher am Boden und deaktiviert. Und du kannst noch kurz mit dem Pötchen so her tun, so bewegen, so, hey, hallo, lebst du noch? Und dann ist er dann, ja, er ist gegangen von uns, hat sich für uns geopfert. Und nachher lässt du dich so neben ihm so eingerollt, tust noch einen Moment Trauer drum. Und dann ist er gut, dann gehst du weiter. Nachher siehst du dann, wie sich dann die Kuppel vor langsam öffnen. Das ist so eine grosse Fensterfront, wo du oben runter, du siehst die ganze Stadt unten dran, wo du vorher rumgelaufen bist, von oben runter. Und dann siehst du, wie die Kuppel sich vor langsam öffnen. So ist eine riesige Kuppel. Und wie dann das Tageslicht vom Sonnenlicht oben abstrahlt, die Zeit ab und du siehst so schön, wie die Zeit langsam vom Tageslicht erhellt wird. Und es geht sicher irgendwie auf eine Minute lang oder noch länger, kannst du zuschauen, bis das die Kuppel sich komplett geöffnet hat. Und nachher der Eischacke, die Toren sind dann einfach wieder offen alles. Theoretisch können die Roboter jetzt auch wieder raufgehen und an die Oberfläche gehen. Und alle die Zergs-Viecher, die auf dem Weg sind, die brutzeln jetzt auch, wenn sie im Sonnenlicht sind. Von dem her gerade zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Dann kommst du dann irgendwo aus dem Tor raus, tappst wieder raus, das Sonnenlicht raus, grüne Natur ringsum und fertig. Ja? Etwas bleibt die ganze Zeit in meinem Kopf. Was? Also, meinst du wirklich tatsächlich aus Katzenperspektive, wenn sie an die Türen hergehen und einfach kratzen unendlich lang, dass sie tatsächlich das Gefühl haben, es passiert etwas Fantasy-mässiges? Wie meinst du? Plötzlich irgendetwas, was passiert, wenn man einfach nur... Ah, du meinst die echten Katzen? Ja, jetzt? Ja, ich glaube, sie haben es schon rausgefunden. Also, sind die drauf? Sie tun, also sie sehen dann plötzlich die Türen auf und du kommst schauen, ne? Ah nein, bei mir kommt ein Kössi zu fliegen. Vielleicht erwartet es auch. Ja, ich hätte jetzt eigentlich noch gedacht, dass du, wenn du an der Oberfläche bist, wieder auf deine Katzenkumpanos triffst. Das ist dann aber nicht der Fall. Du siehst nur so quasi von unten, weißt du, kommst so ein bisschen unten rauf, so wie eine Art Stegenruhe zu laufen, und oben da ist dann die Oberfläche, so in der grünen Natur und so. Und ich eigentlich denke, dass dann noch dort von dort ein bisschen aussen an sich siehst, wie es dort aussen aussieht und so.
Aber es ist wahrscheinlich auch aus Kostengründen, haben sie sich das gespart, dort noch müssen, aus der Welt zu designen, wo da grossartige Sachen siehst. Und ja, aber ich sage jetzt mal, vielleicht gibt es noch einen zweiten Teil, wo dann nachher da aus der Welt wieder weitergehst und dann vielleicht wieder auf deine Katzenkumpane triffst. Gut, nein, von der Edon glaube ich nicht. Ich sage jetzt mal, der erste Teil ist schon so kurz, das könntest du schon als Edon anschauen mit dem Ende so 4 bis 8 Stunden. Oder man macht es wie Monster Hunter. Ein DLC, Bro, DLC. Wo das DLC oder das Add-on halt einfach 3-mal so gross ist wie das Hauptgame noch. Okay. Also gut, für das muss es wahrscheinlich ein asiatisches Game sein. Dass das Add-on grösser ist als Hauptspiel oder so. Ja, vielleicht. Ja, das ist so ein bisschen das, was du erlebst. Mir hat es super gefallen, wirklich. Ja, es klingt sehr gut. Ich habe es mal wieder an einem Tag, nein, ich glaube am Freitag, Samstag, Sonntag, habe ich es durchgezockt, schnell. In die 6 Stunden oder so, und es ist gemütlich gewesen. Es ist einfach, ja, friedlich gewesen. Aber auch wenn du hast können säckeln, meistens bin ich normal so im Katzentrap, bin so tuk, durch die Welt rumgelaufen, habe überall rumgeschaut, an allen Wänden, wo kannst du echt raufgumpen, kommst echt da durch, wo findest du noch irgendwo ein Zimmer, wo du reinkommst, wo du irgendetwas entdeckst und so Sachen. Und es ist einfach, ja, weißt du, wieder mal so ein gemütliches Game, wo ein für einen Entdeckerdrang auch gut war, so. Wo nicht zugemüllt wirst mit Quests da, Quests dieses und das musst du noch machen und dieses, sondern einfach ein chilliges, kleines Game, wo ich richtig gefreut hatte, dass es nur ein paar Stunden gegangen ist und es nicht irgendein Marathonspiel ist, irgendwie, wo du musst irgendwie einen Monat lang jedes Wochenende spielen. Ja, nein, manchmal ist es einfach wirklich gut, wenn es einfach nur kannst durchspielen und gut ist. Ja, wirklich, Du hast das Game mal komplettiert. Das Gefühl hast du so nicht mehr mit diesen neuen Games, wo du einfach nur noch unendlich lang kannst spielen. Nein, da habe ich ein Spiel, wo ich irgendwie 35 Stunden gespielt habe, noch nicht fertig habe und seit Monaten nicht mehr reingeschaut habe, weil ich einfach finde so, es ist anstrengend, muss ich nochmal so viel Zeit nehmen wie bis jetzt und es ist einfach so bäh. Genau. Ja, das ist Stray, meine Damen und Herren. Stray ist super. Ich weiss jetzt nicht, als Katzenliebhaber absolut empfehlenswert. Ich glaube, auch wenn man keine Katze hat oder kalt oder so, es ist ein gemütlich kleines, schönes Game eben für die, wo auch Cyberpunk-Setting gefällt. Schön gemacht, schönes Design und alles. Auch für jeden, der es Like gibt auf Katzenmems. Genau. Man selber wird ein bisschen rumgeschirren und Sachen kaputt machen. Ein Empfehlung wert. Eben für 30 Stutz, boah, shut up and take my money. Ohne 6 Stunden Durchschnittszeit oder so, eben 4 bis 8 Stunden. Chillig, eben 4 Stunden ist wirklich, wenn du einfach durchrennst. Und alles links und rechts ignorierst und in der Hauptstory hauptsächlich nachher gehst. Und wie ich, der noch ein bisschen nebenbei noch ein bisschen macht, 6 Stunden so, und die, die wirklich alles aufgedeckt haben und jedes Nebendings, das du nicht musst und, Preis ist super. Ja. Danke, das war's gewesen. Danke euch fürs Zuhören. Dankeschön. Ich hoffe, wir haben dich inspiriert, falls ihr noch unentschlossen seid oder wie auch immer. Folgt uns auf Twitter. Auf YouTube, gebt uns ein Likes, einen Daumen rauf, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr bis jetzt zugelassen habt. Instagram. YouHive, genau. Gebt uns Vorschläge. Sei es jetzt eben wieder ein Game, wo wir reinschauen müssen und darüber berichten. Oder ein Film, eine Serie, ein Anime. Ihr könnt auch einfach sagen, lästert mal eine Stunde lang über das Thema und gebt uns ein Thema, dann machen wir das eine Stunde lang für euch, wir können das gut. Ja, absolut. Wir können uns auch Fragen stellen über irgendwelche Sachen oder so. Mich interessiert in dem Sinn. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.